Pech haben. Und haben wir Glück oder Pech? Wir sind halt arschlangsam, ich kann nichts machen. Okay. Ich fliege rein. Hier ist keiner drin. Gut, ich gehe speichern. Ich glaube, das habe ich auch bitter nötig, ey. Nicht, dass ich wieder irgendwie scheiße. Oh mein Gott. Sie wurden erwartet. Ja? Wurde ich ja? Wollte mir da noch ein bisschen was in den Kopf kloppen, habe ich gehört. So schön gerade die Suppe aufgesammelt, da können sie richtig reindrücken gerade. So, Lebensanzeige, Spritzenwirkung, Nahkampfschaden. Ja, Nahkampfschaden weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das bringt einen Scheiß, aber... Ja, komm. Vielleicht bringt es was mit der Zeit. Rein, so. 6000 nächste Stufe. Bruder, das ist so teuer. Ich will nicht wissen, was das ist, dass uns das stärker machen kann, irgendwie. Ich habe nicht lange genug gedrückt. Okay. So. Okay. Jetzt gehen wir die aber, ne? Auseinanderpflücken. So, jetzt geh doch nicht so kacke durch die Türen, Junge. Alter, hast du auch irgendeinen Scheiß? Ich treffe mich. So. Reicht das nicht? Du brauchst 3 Headshots. Junge. Hier, gib mir mal deine Torch. Uff, 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 uff. Okay. Muss man eben reloaden. So. Und jetzt nur eine Spritze drücken. Mhm. Hey, ist da noch einer hochgegangen oder nicht? Das ist die Frage. Wüsste ich jetzt gern. Okay, gut, dann haben wir dich hier beseitigt. Also das wird mich ewig aufregen, das ganze Spiel, wenn er durch jede Tür so schleicht, ne? Und sich auch noch so zu voller Größe aufrichtet, weißt du so? Sich noch richtig präsentiert, so nach dem Motto, was geht hier draußen eigentlich Abfall aus, weißt du so? Da werde ich da echt ein Problem mit haben. Danke für den Glibber und so, ne? Wieso hat denn der so rumgeschrien? Kann man das nicht hochklettern? Wie willst du hochklettern? Nein, können wir schon machen, ne? Welche Richtung musst du denn? Und da. Da steht auch einer. Ah, Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der die Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Ja. Hm. Schön, ja.
schönen Überblick, ne? Also hier quasi die Ecke, diese hier, die habe ich jetzt noch nicht ausgeräumt. Da sind wir dann jetzt gleich dabei. Ich will eigentlich jetzt wieder speichern gehen. Das ist voll schlimm. Alter, schießt der auf mich? Ist das normal? Ey, was ist das für eine Genauigkeit, Junge? Schau dir einfach an. Kann ich mit dem Gewehr? Es ist halt voll ungenau. Munition alle? Das ist so richtig Zufall. Ich versuche mich auch immer rüber zu lehnen, das ist so dumm. Ey, das ist dein Ernst? Schießt der Spaß hier weiter auf mich? Ich wusste nicht, dass wir hier auch menschliche Gegner haben. Jetzt bin ich echt ein bisschen überfordert. Ja. Haben wir noch was zum Heilen? Scheint ihm echt die Dröhnung gegeben zu haben. Okay. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Ja, Basti. Ab geht er, der Peter, ne? Also nutzen wir das auch mal hier, dass wir hier sind. Okay. Ja. Da drin. Drin wird das schwer. Kleine Schweinchen. Nein. Das ist dein Ernst? Jetzt habe ich zu früh gedrückt. Aber was für ein Mühe. Oh mein Gott, ey. Den Verbandskasten voll umsonst reingekloppt, Mann. Einfach eine Schande. Eine Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Die ist die Kiste mit einer Falle gesichert. Kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest? Ja, und jetzt ist mit einer Falle gesichert. Und dann? Hm?
Explosivbolzen. Ein explosiver Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegnern platziert werden. Interessant. Also, mir kommt das langsam immer mehr wie ein Shooter richtig vor, anstatt wie ein Horrorspiel. Finde ich ein bisschen schade. Ich grusel mich kaum noch. Ich bin hier voll strategisch am Überlegen. Hätte ich gerne ein bisschen mehr gegruselt oder geekelt oder sonstiges. Munition alle? Ey, komm. Guck mal, der hat doch jetzt so viel mehr Damage eigentlich. Und der hat zweimal einen Headshot gekriegt. Und guck, wir kriegen es nicht auf Kette. Guck dir mal an, wie viel wir jetzt gelitten haben darunter. Das ist doch nicht normal. Es ist einfach nicht normal. Können wir da jetzt nochmal draufhauen? Bockt er dann mehr, wenn wir nochmal drauf? Scheiße ist das. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Wir haben 4 Schuss. Fuck. Da hinten ist wieder einer. Hier ist noch eine Explosivfalle. Wo ist die gesichert? Da. Also bitte bleiben. Dass er wieder weiß, wo ich bin. Hat er gerochen? Dann glaube ich erstmal nichts passiert. Hier ein Blipper. Schön, schön. Oh, hier kann nichts passieren, so viel dazu, Alter. Er hat gerochen. Oder ist es von der Hitze geplatzt hier? Ich bin gerade verunsichert. Alter, warum treffen die mich überhaupt? Ich bin tot. Wenn der mich noch... Ja, ich bin im Arsch. Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, wird langsam etwas spät. Ich würde sagen, ich mache das jetzt so, dass ich das hier erstmal beende. Natürlich. What the fuck? Ich weiß nicht, wo wir hier waren. Ich weiß nicht, warum er hier gespeichert hat. Hä? Okay, auf jeden Fall werden wir das nächstes Mal rausfinden. Ich habe keine Muni. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das hier und warum hier. Aber okay, gut. Ja, sagt mir doch mal, wie ihr das fandet. Wie fandet ihr denn das, dass ich hier nicht scrollen kann, dass ich hier Bugs habe ohne Ende? Obwohl das hier eigentlich ein... Ich würde ja schon mal sagen, das ist schon ein sehr großer Titel, oder? Also, war schon bekannt, oder? Also, und so viel Zeit ist vergangen. Also, ist das nicht ein bisschen komisch, dass da jetzt noch Bugs sind? Ja, ansonsten, wie findet ihr das Setting? Findet ihr das Spiel gruselig? Findet ihr das schlimm? Habt ihr da... Wie ist das für euch, ja? Habt ihr euch krass erschrocken oder so? Oder seid ihr da so mehr so strategisch wie ich meistens, oder... Also meistens, ne? Manchmal scheiße ich mich auch richtig ein, aber
Ja, also ich finde es bis jetzt eigentlich ganz gut. Mich hat wirklich das mit der Steuerung, dass das nicht funktioniert, das hat mich sehr rausgebracht. Ich wünschte, es würde sich einfach von alleine lösen und ich könnte scrollen. Und ja. Ansonsten fand ich das bis jetzt ganz gut. Ich finde, die Gegner brauchen echt hart viele Hits, um zu sterben. Also wenn du, du musst den einfach dreimal in den Kopf schießen. Du musst den einfach zweimal Stück Hirn wegpusten, einmal den Kopf komplett wegblasen, weil sonst sterben die nicht. Überleg dir das mal. Das ist schon hart. Und wie oft du da mit der Hand draufballern musst. Und vor allen Dingen, wie viele Melee-Hits, also wie viele Nahkampfschläge, ein Kopfschuss gleich sind. Also ich habe ja 4-5 Mal draufgeschlagen und der ist nicht umgefallen, weil das einfach immer noch nicht genug war, um diesen einen Kopfschuss wettzumachen. Also es ist schon krass. Also ich finde das schon schwer. Ja, ansonsten, wie habt ihr das gespielt? Habt ihr, wenn ihr das gespielt habt, wie hättet ihr das gespielt, wenn ihr es noch nicht gespielt habt? Seid ihr eher so die Leute, die durchschleichen? Seid ihr eher so die Leute, die voll auf Krawall gebürstet sind und durchrennen und alles niedermähen? Gut, ich kann mir das vorstellen, dass es ein bisschen schwierig mit dem Patronenmanagement hier ist. Entschuldigung, ich bin extrem fertig. Ja, das Ding ist, ich glaube, du bist dazu gezwungen vom Spiel, dass du alles mal ausprobierst, weil einfach alles so knapp ist. Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin mal gespannt auf die Qualenarmbrust, die jetzt die ganze Zeit schon so angepriesen wurde von den nicht spoilernden Items, die hier rumliegen. Ja. Ansonsten habe ich nicht so ganz verstanden, wie die Story jetzt abgeht. Also, wir sind jetzt quasi aus einem... Also, wir sind in einen Einsatz gerufen worden, in eine Klapsmühle. Dort wurden scheinbar Experimente gemacht. Dann war da so ein Typ, der uns betäubt hat. Ja? Warum auch immer. Und der Joseph ist auch weg. Dann sind wir aufgewacht bei einem Metzger. Bei einem Metzger. Irgendwo in der Anstalt bei einem Metzger. Sind dann geflohen. Als wir geflohen sind, ist die Welt untergegangen. Die Welt ist untergegangen. Kontinentalverschiebung. Und jetzt sind wir in einem Dorf gelandet, weil wir dann mit dem Bus abgehauen sind. In einem Dorf, wo Zombies rumlaufen. Und unser größtes Problem ist nicht die Kontinentalverschiebung oder dass die Welt untergeht oder irgendwelche komischen Assassinen, die sich in 0,2 Sekunden aus dem Nebel hinter dir auflösen und dir einen Schraubenzieher in den Hals rammen. Nein, unser Problem sind Zombies und ein Typ, der angekettet ist, der wahrscheinlich bald mit einer Kettensäge auf uns losgeht. Und zwar der Metzger-Typ von vorher, der im Krankenhaus war. Also was die ganze Story angeht, ne? Ich bin da nicht so ganz sicher, ob das so für mich so alles schlüssig ist. Für mich macht das alles wenig bis gar keinen Sinn. Klar, soll alles gruselig sein. Ich meine, man muss ja nichts verstehen, ne? Also, ja, ansonsten finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das Spiel gut balanced. Ich finde die Grafik mega gut. Guck mal, hier alleine schon diese Nebeleffekte und Raucheffekte. Ich finde das alles echt sehr gut gemacht. Und obwohl mein Rechner ziemlich alt ist, kommt er gut damit klar. Also nur mal so zur Info, mein Rechner ist 7 Jahre alt. Und ja, das funktioniert. Das funktioniert. Ich bin ganz zufrieden damit. Ja, ansonsten, das war es jetzt von meiner Seite. Ich habe euch gut zugelabert. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, irgendwelche Anregungen, Ideen, Wünsche, alles einfach in die Kommentare schreiben. Ich antworte gerne, sobald ich denn das Kommentar verstehe. Leute, die sich angesprochen fühlen, fühlen sich jetzt angesprochen. Okay? Und, ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt wunderschönes Halloween gehabt, weil das ist wahrscheinlich jetzt schon vorbei, wenn ich das richtig einschätze. Ja, ich werde weiterhin jetzt noch ein paar Horrorspiele posten um die Zeit herum. Bis kurz vor Weihnachten würde ich mal sagen, weil ich will das auch schön ausnutzen mit den Horrorspielen. Ich liebe Horrorspiele halt, ne? Und ich versuche dann euch dann so zumindest so halb grob thematisch in dem Bereich so ein bisschen zu bedienen. Und ja, und danach muss ich mal gucken, ob ich mal was Weihnachtliches finde, nicht wahr? Also, da bin ich auch mal gespannt. Und ja, sagt mir gerne,
was ihr davon haltet. Macht mir Vorschläge für Weihnachtsspiele schon gerne. Ne? Also dann kann ich auch mal ein bisschen was schon vorher runterladen und sowas. Und jetzt höre ich aber mal auf zu quatschen. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Bye, bye.